Krimi, also geht es um einen Mord, sogar um zwei. Was meine Sylt-Krimis wohl von anderen Krimis unterscheidet, ist, dass hier nicht nur ein Hauptkommissar ermittelt, ein dröger, wortkarger Sylter Hauptkommissar, sondern seine temperamentvolle italienische Schwiegermutter sich einmischt, was häufig zu kuriosen Situationen führt. Ich habe mir nie überlegt, wie die Menschen aussehen, für die ich schreibe, ob jung oder alt oder Mann oder Frau. Ich schreibe für diejenigen, die Sylt lieben, die Sylt kennen, die Sylt kennenlernen wollen, die denen italienische Lebensart gefällt, die sich gerne von einer Lektüre aufheitern lassen, um so für ein paar Stunden mal dem Alltag zu entfliehen. Also eigentlich für alle. Dieses Buch bedeutet mir das, was mir jedes Buch bedeutet, während ich es schreibe oder wenn ich es gerade fertiggestellt habe. Das Wichtigste. Solange ich an dem Buch schreibe, kreisen meine Gedanken darum. Ich beschäftige mich von morgens bis abends damit, genau so lange, bis ich mit dem nächsten Buch beginne. Das ist ganz einfach zu beantworten. Für die Zukunft wünsche ich mir noch ganz viele Bücher zu schreiben, solange ich kann. Also ich möchte keine Botschaften übermitteln, nicht zu irgendwelchen Erkenntnissen führen oder Wahrheiten verkünden. Ich möchte eigentlich nur meine Leser gut unterhalten. Insofern kann ich Ihnen nur mit auf den Weg geben, mal für eine Zeit lang loszulassen, sich von Ihrem Alltag zu trennen und einen kleinen Kurzurlaub in einer schönen Geschichte zu machen. Ich glaube, das hilft uns allen schon.